Und weiter geht's. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Online-Seminar auf der NewCon. Wir sind am zweiten Tag. Das ist jetzt leider schon der letzte Seminar-Slot, den Sie besuchen können. Ich freue mich, dass Sie dennoch bei uns sind. Nach dem kleinen Mittagstief gibt es ein perfektes Lernmanagementsystem. Darüber werden wir uns heute unterhalten in den nächsten 25 Minuten. Bevor es aber losgeht, noch ein paar Hinweise. Die, die schon bei den anderen Seminaren dabei waren, kennen das schon. Sie können mit uns in Kontakt treten, gerne bei Umfragen, die wir dann in entsprechenden Stellen einblenden. Sie können auch gerne die Chat-Funktion nutzen, um mit uns in Kontakt zu treten. Der Chat ist auch anonymisiert und nur wir sehen den, also die anderen Teilnehmer wissen nicht, was sie fragen. Er ist anonymisiert und wir freuen uns natürlich, wenn Sie am Ende uns etwas Feedback geben. Was hat Ihnen gut gefallen? Was können wir vielleicht besser machen? Wie auch bei den anderen Sessions finden Sie hier oben rechts ein Graphic Recording. Das entsteht, während wir hier reden. Das können Sie sich im Nachgang nochmal anschauen als kleinen Impuls, als Erinnerung, als ja, Visualisierung dieser Session. Den Chat, den ich eben schon erwähnt habe, den finden Sie hier unten rechts. Lassen Sie uns den gerne mal gemeinsam ausprobieren. Ich habe ja gerade so ein bisschen vom Mittagstief gesprochen. Ich behelfe mir da ganz gerne mal mit zwei Espresso. Schreiben Sie mir doch einfach mal, ob Sie vielleicht heute schon ein, zwei, drei, vier, fünf Tassen Kaffee getrunken haben. Schreiben Sie mir das einfach gerne mal kurz in den Chat rein. Bei mir sind es, wie gesagt, zwei Espresso. Ich hoffe, bei Ihnen sind es nicht ganz so viel. Drei Tassen Kaffee sehe ich hier schon. Ja, also Team Kaffee ist hier auch am Start wieder. Sehr, sehr schön. Dieses Tool, ich sehe, es funktioniert. Die ersten Kaffee-Fans schreiben hier in den Chat. Über dieses Tool können Sie auch mit unseren Referenten in Kontakt treten. Die Fragen würde ich dann auf der Tonspur weitergeben. Und apropos Referenten, wir haben heute zu Gast die Silke Schwarmborn. Sie ist Employee Journey Consultant bei der T-Systems MMS. Und wir haben zu Gast Stefanie Morenga. Sie ist SAP Success Factor Solution Consultant, auch bei der T-Systems MMS. Die beiden haben uns ein Zitat mitgebracht von Isaac Asimov: Education isn't something you can finish. Und ob das wirklich so ist, das werden wir sehen. Und damit übergebe ich an dich, liebe Silke. Ja, lieben Dank. Ich begrüße Sie auch alle ganz herzlich hier im virtuellen Seminarraum. Und wir betrachten heute die Frage: Gibt es ein perfektes Lernmanagementsystem unter drei Blickpunkten? Wie lernen wir heute und zukünftig? Das zweite ist, welche digitalen Angebote bietet eigentlich der Markt? Und welche Dimensionen bestimmen die Auswahl eines entsprechenden Lernmanagementsystems? Und ganz am Ende geben wir Ihnen einfach noch ein paar Tipps mit, wie Sie weiter vorgehen können. Eingangs hatte Sebastian ja gesagt, das Zitat erwähnt, was ja so viel aussagt wie: Bildung ist niemals fertig. Ja, und genau so ist es. Wie lernen wir eigentlich heute und zukünftig ist, wir lernen ein Leben lang. In jeder Sekunde, auch hier im Moment, sind Sie extra hier, um auch Impulse, ja, mitzunehmen für Ihr Arbeitsumfeld, für Ihr Unternehmen oder Ähnliches. Und neben diesem lebenslangen Lernen spielt aber auch noch eine andere Perspektive eine große Rolle, nämlich wir lernen nicht mehr nur auf Vorrat, sondern wir lernen eigentlich in unserem Arbeitsalltag. Ja, wir wollen eigentlich das Lernen dann haben, wenn wir es auch wirklich brauchen. Ja. Und wir wollen es auch vor allen Dingen im Austausch haben mit Kolleginnen, mit Kollegen, mit unseren Kunden. Wir wollen uns vernetzen und das Lernen halt, wir wollen Empfehlungen haben. Ja, es ist eine ganz andere Art und Weise, wie wir halt heute und auch zukünftig, da wird es auch noch viele andere Veränderungen geben, lernen werden. Vielleicht noch zwei weitere Aspekte, die auch eine wichtige Rolle spielen. Das ist, wir wollen natürlich auch von unterwegs lernen, ja. Wir sind mittlerweile mobil unterwegs. Ja, wir haben alle unsere Handys dabei. Wir wollen auch zwischendurch einfach mal was nachschauen oder halt auch in kleinen Häppchen lernen. Nicht mehr die großen Seminare, die über 3, 4 Wochen hinweggehen, sind auch für bestimmte Themen sicherlich sinnvoll, aber für das Lernen im Arbeitsalltag dann, wenn ich es auch brauche, ad hoc, lernt man natürlich auch deutlich mehr mit in kleineren Häppchen. Und wenn man sich das, wie es heute und wie es zukünftig ist, und vielleicht kommen auch noch mal neue Perspektiven hinzu,
Wenn man diese Art von Lernumgebung ihren mit ins Unternehmen bringen möchte, ja, also wie schaffe ich eine Lernumgebung, die von meinen Mitarbeiterinnen gelebt wird, akzeptiert wird, dann sind halt viele Perspektiven, die man einfach auch betrachten muss. Und wenn man auf den Markt schaut, was es eigentlich alles an Lösungen gibt, so sieht man einfach, dass es ein großer Markt ist. Sie haben vielleicht selber auch die Erfahrung schon gemacht. Ja, es ist ein großer Markt, der verändert sich auch ständig. Es werden Partnerschaften gemacht, es gibt Kooperationen. Und da Orientierung zu finden, da möchten wir Ihnen so eine kleine Struktur mit auf den Weg geben. Ich übergebe an meine Kollegin Moment, danke, Stefanie. Silke. Ja. Ich war noch stumm. Genau, Ja. also jetzt sollst du mich hören. Genau, hier steige ich jetzt ein. Wir haben hier mal versucht, anhand dieser Tabelle oder dieser Matrix ein bisschen Licht ins Dunkel von diesem, sage ich mal, Lernmarkt zu bringen. Ja, wir sehen dort oben in den Spalten, sehen wir quasi verschiedene Lösungen und in den Zeilen quasi haben wir so versucht, es nach Funktionen zu clustern, nach Funktionsbereichen zu clustern. Ja, wir sehen ganz vorne die Lernmanagementsysteme oder auch die Learning Experience Plattformen. Die werden dann gefolgt von den E-Learning Content Providern und den E-Learning Plattformen. Hier muss man so ein bisschen unterscheiden. Ja, die einen stellen quasi E-Learnings bereit für ihre Mitarbeiter. Ja, die können sie einkaufen, dann können die Mitarbeiter diese E-Learnings durchführen. Die E-Learning Plattformen sind eher so wie Lernmanagementsysteme, die aber eben den Fokus auf E-Learning haben. Also sprich, sie können dort E-Learnings aus dem Unternehmen den Mitarbeitern bereitstellen, aber per se werden dort erstmal keine eigenen E-Learnings quasi von dem Anbieter her mitgeliefert. Dann gibt es die virtuellen Kollaborationssysteme. Da finden wir, die gehören auch mit in den Markt. Also das sind so Lösungen wie Microsoft Teams. Ja, die brauche ich zum Lernen. Die sind auch wichtig. Und dann gibt es noch die Autoren-Tools, mit denen ich einfach E-Learnings erstellen kann. Das war jetzt so unsere Idee, wie man so diese Lösungen clustern kann. Und dann, wie gesagt, haben wir hier die Zeilen mit den verschiedenen Funktionen. Und wenn wir jetzt mal anfangen mit den großen Lernmanagementsystemen. Ja, da sehen wir, die decken natürlich sehr, sehr viel ab. Magenta-Sternchen bedeutet immer, das decken die unserer Erfahrung nach voll ab. Und ein graues Sternchen, das bedeutet, das decken sie teilweise ab, beziehungsweise manche decken es ab, manche nicht oder vielleicht auch nicht im vollen Umfang, wie man sich das immer so wünscht. Wenn wir jetzt bei den Lernmanagementsystemen mal schauen, was dort so ein bisschen die Lücken sind, die wir immer so identifizieren, das ist auf jeden Fall das Erstellen von Lerninhalten. Ja, mit einem Lernmanagementsystem, da verwalte ich Inhalte, da verwalte ich Schulungen, die sind sehr groß, da kann ich sehr viel machen. Aber Inhalte erstellen, E-Learnings erstellen, mache ich in der Regel nicht mit einem Lernmanagementsystem. Teilweise gibt es dort Funktionen, dass ich Quizzes oder auch Examen mit diesen Lernmanagementsystemen erstellen kann. Aber per se, das Erstellen von E-Learnings macht man eigentlich mit Autorentools. Eine weitere Lücke, die wir dort sehen, ist das Thema Collaboration und Social Learning. Auch hier ist es so, dass die meisten Lernmanagementsysteme dort oft Schnittstellen und Integrationen anbieten, dass man beispielsweise Microsoft Teams integrieren kann. Per se bringen sie aber diese Funktionalität nicht unbedingt mit oder halt nur in einem sehr reduzierten Umfang. Und dann haben wir noch das KI-gestützte Lernen. Auch ganz interessant, da sehen wir, da haben wir nirgendwo eigentlich so ein Magenta-Sternchen. Das ist einfach so ein Stück weit dem geschuldet. Das ist ja relativ neu, ja, dass ich anhand von Algorithmen Trainings empfehlen kann, ja, so ähnlich wie bei Netflix. Das bieten sowohl Lernmanagementsysteme, das bieten die E-Learning-Content-Provider als auch die E-Learning-Plattformen. Aber ich denke, da ist noch Luft nach oben. Deswegen haben wir ja überall die grauen Sternchen vergeben. Aber so, um mal so eine Idee zu geben, ja. Und wenn wir jetzt mal weiterschauen, Richtung E-Learning Content Provider, ja, da haben wir die Lücke natürlich in der Erstellung der Inhalte. Die wollen ja ihre Inhalte verkaufen, ja. Und wenn ich meine Mitarbeiter mit festgelegten, vorproduzierten Inhalten, versorgen möchte, dann ist natürlich so ein E-Learning Content Provider eine gute Wahl. Die E-Learning-Plattformen, ja, die sind sehr ähnlich zu den E-Learning-Content-Providern anzusehen, außer dass ich mit denen natürlich auch teilweise E-Learnings und Inhalte erstellen kann, wenn auch nicht immer im vollen Umfang. Also wenn Sie wirklich selbstständig E-Learnings produzieren wollen, empfehlen wir immer, ein solches Autorentool zu nutzen. Und unsere virtuellen Kollaborationssysteme, die haben natürlich das große Plus, bei der Kollaboration, beim Social Learning, weil dafür sind sie einfach da. Gut, jetzt schauen wir mal einfach auf die nächste Folie. Da haben wir jetzt auch mal ein paar Beispiele mitgebracht, um das ein bisschen zu hinterlegen mit, oh, jetzt war ich zu schnell mit Inhalten.
Ja, hier sehen Sie nochmal die verschiedenen Lösungen und hier haben wir, wie gesagt, nur Beispiele mitgebracht. Zum Beispiel die großen Lernmanagementsystemen oder Learning Experience Plattformen wie SAP SuccessFactors, Workday, Cornerstone. Typische E-Learning Content Provider im internationalen Bereich, LinkedIn Learning. In Deutschland auch der TÜV Nords, die bieten auch sehr schöne E-Learnings an, die man auch durchaus integrieren kann. Skillsoft, Haufe, Coursera, Udemy und gibt es noch viele mehr. Bei den E-Learning-Plattformen, da möchte ich die beiden hier anführen. Einmal die SAP Litmus, also ein Parallelsystem, so SAP SuccessFactors, das sich wirklich auf das Thema E-Learning spezialisiert und beispielsweise das 360 Learning. Kollaborationssysteme, ich denke, die kennen Sie jetzt alle zur Genüge. In den letzten anderthalb Jahren sollte jeder genügend von diesen Systemen kennengelernt haben. Und Autorentools, auch nur eine ganz kurze Auswahl hier, Articulate, iSpring oder Adobe Captivate, nur mal um so ein paar Ideen zu bringen, da gibt es natürlich auch noch viel mehr Anbieter. Okay. Genau, und damit kommen wir zur ersten Umfrage. Wir freuen uns, wenn Sie mit abstimmen. Wir wollen wissen, wo ordnen Sie Ihre Lösung ein, beziehungsweise planen Sie vielleicht eine Lösung einzuführen? Und wenn ja, welche ist das denn? Würden Sie ein Lernmanagementsystem einführen, eine Learning Experience Plattform, ein E-Learning Content Provider, eine E-Learning Plattform oder eine oder ein Virtu Entschuldigung, ein virtuelles Kollaborationstool? Oder ein Autorentool. Eine Mehrfachauswahl ist hier möglich. Wenn Sie sich nicht wiederfinden, nutzen Sie gerne auch den Freitext hier im Chat. Ich gebe Ihnen mal noch kurz Zeit. Jetzt haben Sie, die meisten haben abgestimmt. Wir sehen hier relativ weit vorne das LMS und das LXP. Silke und Stefanie, überrascht euch das? Nein, das überrascht uns in keinster Weise, weil das sind letztendlich die großen Lösungen, die auch versprechen, ja, das Rundumpaket zu sein, ja. Und insbesondere auch die zweite Nennung, Learning Experience Plattform, ja, das bringt halt auch gerade diese Elemente mit wie Social Learning, Empfehlungen geben und so weiter, ja, also oder auch User-Generated Content. Ja. Ja, danke für Ihre Antworten. Jetzt haben Sie gerade ganz viel über Systeme kennengelernt. Wo sind die Unterschiede? Welche Funktionen haben Sie? Aber das ist natürlich keine alleinige Entscheidung, jetzt sich für ein System zu entscheiden. Das wissen Sie selber, ne? Sondern es gibt halt ganz viele verschiedene Dimensionen, insbesondere auch, die Sie zunächst betrachten sollten in Ihrem Unternehmen, ja, und in Ihrem Kontext mit Kunden. Und diese Dimensionen haben wir hier mal so einige mal herausgepickt, ja, das ist nicht vollumfänglich und die Sie unbedingt bei der Auswahl betrachten sollten. Und ganz wichtig ist dabei auch, dass Sie das, was Sie herausfinden, ja, diese Anforderungen, die Sie herausfinden an ein Lernmanagementsystem, auch wirklich versuchen, konkret und vielleicht auch mit Use Cases zu fassen. Denn mit diesen Anforderungen können Sie dann an die Anbieter gehen und sagen, wir haben diese und jene Anforderungen, wir haben diesen und jenen Use Case. Und wie setzen Sie das in Ihrem System um? Dann geht es nicht mehr nur um Funktionen, ja, sondern es geht um Prozesse oder um eine Vorstellung davon, ja, wie Ihre Anforderungen im System repräsentiert werden oder umgesetzt werden. Ich möchte hier beispielhaft einfach mal auf so ein paar Elemente eingehen. Die Zielgruppe, ja. Gerade bei der Zielgruppe, wenn Sie in Ihr Unternehmen schauen, es gibt Leute, die haben Zugang zu digitalen Medien. Es gibt Leute, die haben, zum Beispiel in der Produktion haben überhaupt gar keinen Zugang. Da muss man natürlich ganz anders Lösungen finden. Oder wenn wir auf die Unternehmens- und Lernkultur schauen, ja, was streben Sie eigentlich auch langfristig an? Ja? Wo wollen Sie auch hingehen? Was für eine Art von Lernkultur, die natürlich auch zum Arbeitsumfeld passen muss, ja, wollen Sie zukünftig auch wirklich in Ihr Unternehmen hereinbringen, festigen? Was wollen Sie bestehen lassen? Ja? Was wollen Sie verändern? Ähnliches ist auch bei den Lernmethoden oder halt auch den Lernformaten. Ja, wollen Sie allein irgendwie nur E-Learnings anbieten? Wollen Sie die oder wollen Sie die verbinden mit Präsenzseminaren? Oder ist es auch ein Ziel, mittlerweile wirklich vom Nutzer generierte Inhalte auch der breiten Masse Ihrer Mitarbeiterinnen zugänglich zu machen? Oder halt auch die Betrachtung auf die Inhalte. Ja,
reicht vielleicht für das eine oder andere Standard-Content aus, den Sie vielleicht einkaufen können und integrieren können in Ihre Lernumgebung? Oder brauchen Sie mehr Individualinhalte? Ja, sind es größere Programme oder sind es halt vielleicht auch nur kleine Häppchen? Wenn wir jetzt mal nach oben rechts schauen, Personalisierung. Das ist natürlich auch immer ein ganz wesentliches Element. Als ich als Mitarbeiterin zum Beispiel würde halt gerne meine Lernhistorie verfolgen können. Ja, ich möchte auch wissen, welche Zertifizierung habe ich eigentlich gemacht. Genauso geht es auch den Unternehmen. Ja, die wollen natürlich auch am liebsten das natürlich auch nachverfolgen können, wo es natürlich auch Absprachen mit dem Datenschutz natürlich geben muss. Ja, also wie weit man da auch bestimmte Sachen zur Verfügung stellt. Und dann ein ganz wesentlicher Aspekt ist auch, das Lernmanagementsystem steht ja nicht alleine. Das soll ja nicht eine Insellösung sein, sondern es soll ja eingebettet werden in das komplette IT-Ökosystem Ihres Unternehmens. Und das heißt, da müssen Sie auch einfach schauen, wo sind Schnittstellen, ja? Wie binde ich es ein? Oder gibt es vielleicht Anwendungen, die man nutzen kann, wo man vielleicht etwas integrieren kann, ja? Also eine integrierte Lösung irgendwie auf den Weg bringt. Und dann ist auch ganz wesentlich halt zu gucken, wie ticken eigentlich die einzelnen Unternehmensbereiche? Ja, wie wird eigentlich in den einzelnen Unternehmensbereichen gelernt? Und dass man es das auch mit einfließen lässt, ja, wenn man halt sich überlegt, eine Lernumgebung aufzusetzen oder zu verändern, vielleicht eine bestehende auch zu verändern. Und abschließend, ja, würde ich gerne noch Ihnen mitgeben, das alles, wenn Sie das für sich gefasst haben, bringen Sie es in eine Vision, ja, um es halt auch wirklich Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schmackhaft zu machen, ja, dass sie auch Lust haben, ja, es ist zu nutzen, dass es gelebt wird. Und das können Sie sehr gut, wenn Sie das mit einer Geschichte oder mit einer Vision erzählen. So, jetzt haben wir einige, viele Perspektiven kennengelernt. Vielleicht denken Sie jetzt einfach mal an Ihr eigenes Unternehmen oder an das Unternehmen, für das Sie arbeiten. Und da würden wir gerne von Ihnen auch noch mal was wissen. Genau so ist es. Wir würden gerne von Ihnen wissen, was sind denn aktuell Ihre größten Herausforderungen bei der Auswahl oder bei der Einführung oder auch des Betriebs eines Lernmanagementsystems? Wir haben hier für Sie mehrere Antwortmöglichkeiten aufgeführt. Eine Mehrfachauswahl ist auch hier wieder möglich. Woran liegt es? An der mangelnden digitalen Affinität von Mitarbeitergruppen vielleicht oder auch an gewissen Einschränkungen durch Datenschutz und so weiter? Könnte es sein, dass das Management vielleicht nicht genug unterstützt? Gibt es vielleicht keine Transparenz über die Kernfunktionen der einzelnen Systeme am Markt oder liegt es an der schlechten Datenqualität? Sollten Sie sich nicht wiederfinden, benutzen Sie gern die Chat-Funktion und teilen Sie uns mit, was denn Ihre größten Herausforderungen aktuell sind. Lassen die Umfrage mal noch ganz kurz laufen. Die Balken flitzen hier auch hoch und runter. Und ich sehe hier relativ weit vorn, dass Einschränkungen durch andere Bereiche, wie beispielsweise IT oder Datenschutz, relativ häufig genannt werden und ist ja auf Platz 1. Ist das auch die Erfahrung, die ihr in der Praxis gemacht habt? Also tatsächlich ist es jetzt bei uns in dem Fall nicht so, aber das kommt einfach auch daher, dass zu uns ja die Unternehmen kommen, die was einführen möchten. Also die sind diesen Schritt schon gegangen, ja. Da haben wir natürlich auch immer wieder im Rahmen der Projekte die Diskussionen mit IT, mit Datenschutz, mit Sozialpartnern, dass die Lösung dann entsprechend so sein muss, dass sie akzeptiert wird oder eben entsprechende Abkommen getroffen werden. Ist tatsächlich immer ein großes Thema, und man sollte das nie unterschätzen in einem Projekt. Okay. Genau, und was nun? Was machen wir jetzt mit dieser Erkenntnis? Ja, wir haben uns gedacht, abschließend, um das abzurunden, ja, müssen wir jetzt einfach auch gucken, was bedeutet das jetzt für Sie, wenn Sie eine solche Lösung einführen wollen oder die bestehende Lösung vielleicht anpassen wollen? Ganz wichtig, ne, werden Sie sich erstmal klar, was sind Ihre Anforderungen und formulieren Sie Use Cases aus diesen Anforderungen heraus. Also so ganz mit einem Mitarbeiter aus dem Bereich XY muss eine Zertifizierung nachweisen, die wird alle 2 Jahre ist die fällig und der Vorgesetzte muss auch immer sehen, ob die gültig ist. Ja, das wäre so ein Use Case.
Schauen Sie an, gemeinsam in Unternehmen mit den verschiedenen Bereichen auch, ja, mit den verschiedenen Unternehmensbereichen, welche Use Cases gibt es und priorisieren Sie diese Use Cases. Ja, nachdem Sie die priorisiert haben, schauen Sie, welche Lösung passt zu diesen Use Cases. Und bei Lösungen, das muss nicht die eine Lösung sein. Ja, das haben wir vorhin gesehen, als wir auf den Markt geguckt haben. Das kann eine Kombination aus ein, zwei verschiedenen bis zu drei, fünf verschiedenen Lösungen sein. Man muss dann natürlich schauen, nicht nur auf den Funktionsumfang der einzelnen Lösungen, sondern man sollte eben auch schauen, kann man die integrieren? Ja, kriege ich das Microsoft Teams in mein Lernmanagementsystem synchronisiert? Ja, dass ich nicht in beiden Systemen parallel arbeiten muss. Das sollte man tun. Planen Sie auf jeden Fall genügend Ressourcen und Zeit für die Umsetzung ein. Auch wenn Sie einen sehr guten Implementierungspartner haben, der das alles für Sie macht, auch der muss wissen, wie soll er es umsetzen? Und dafür ist einfach Zeit und Ressourcen sind dort nötig. Und ganz wichtig, versuchen Sie nicht gleich alle Use Cases umzusetzen. Ja, darum dieses Use Cases priorisieren. Versuchen Sie erst mit einer 80% Lösung reinzugehen. Was sind so die größten Schmerzpunkte? Wenn Sie die haben, dann haben Sie schon mal ganz viel gewonnen. Und dann kann man wieder von vorn anfangen. Ja, dann hat man vielleicht nach einem halben Jahr so einen ersten Piloten, der schon mal diese 80% abdeckt. Und dann kann man wieder gucken. Dann schaut man sich nochmal die Use Cases an. Und dann gibt es in der Zwischenzeit vielleicht Weiterentwicklungen. Ja, es können gesetzliche Weiterentwicklungen sein. Es kann einfach auch sein, dass das Unternehmen weiterentwickelt hat. Und dann priorisiert man nochmal um. Dann schreibt man vielleicht auch neue Use Cases. Und dann kann man sukzessive immer weitere Use Cases umsetzen. Das muss dann auch nicht jedes Mal die ganz große Lösung sein, sondern man kann dann Schritt für Schritt das System quasi erweitern. Muss halt auch mal schauen am Markt, ja, der entwickelt sich ja auch weiter. Was geht da schon, was vielleicht vor einem Jahr oder so noch nicht ging? Das ist unsere Empfehlung, wie Sie dort am besten vorgehen. Ja. Sehr schön. Dann sind wir Das jetzt. war, Entschuldigung, das war ein toller Vortrag, fand ich. Wir haben ja Sie mit Fragen gelöchert zweimal. Jetzt sind aber Sie dran. Stellen Sie gerne im Chat unsere Fragen an Silke und Stefanie. Die erste ploppt hier auch gerade rein. Wie binde ich denn bei der ganzen Geschichte eigentlich mein Management erfolgreich ein? Genau, also die sollte man auf jeden Fall einbinden. In der Regel sind das ja auch diejenigen, die dann irgendwie fürs Geld zuständig sind, ja, die dann das Geld auch freigeben. Und dem Management muss man eben klar machen, die wollen ja gerne einen Business Case haben. Ja, was haben sie davon, wenn ich jetzt so ein Lernmanagementsystem einführe? Ja, was sind die Mehrwerte? Und die muss man dann eben darstellen, ja. Und ich sage mal, gerade jetzt durch diese vergangenen 1,5 Jahre hat das Thema, glaube ich, schon auch einen Boost gewonnen, also Bedeutung gewonnen, so dass man das ganz gut auch darstellen kann. Weil wenn ich die Leute nicht mehr vor Ort schulen kann, weil die einfach nicht mehr zu 20 in einem Raum sitzen können, dann bin ich sehr froh und glücklich, dass ich dann eine Möglichkeit habe, mit einem E-Learning die Brandschutzschulung zu machen, weil mir sonst vielleicht auch eine Akkreditierung davonläuft, ja, für die ich vielleicht viel Geld bezahlt habe. Also das muss man auch dann mal so darstellen, was das bedeutet. Oder auch Kosten, die ich spare für bestimmte Dinge, die ich jetzt online mache. Gerade beim TÜV weiß ich, die bieten eben sehr viele dieser so Brandschutzschulungen und Ergonomieschulungen an. Wenn ich da jedes Mal die Leute immer irgendwo hinbringe in einen Raum mit einem Trainer, das ist natürlich, das sind auch Kosten, ja, auch mit Zeit verbunden bei den Mitarbeitern. Wenn die das natürlich online machen können, spart man damit unter Zeit. Ja. Dann ist hier noch eine Frage aufgeploppt. Wann wird denn ein LMS zum LXP und was ist denn dazu nötig? Vielleicht übernehme ich die Antwort. Also ein Lernmanagementsystem, der Name sagt es ja schon alleine, so das ist eher orientiert auf Verwalten von Inhalten. Ja? Und wenn man Learning Experience Plattform sagt, so ist es mehr die Lernerfahrung, die im Fokus steht. Jetzt schließt sich das beides ja nicht aus, aber eine Learning Experience Plattform hat man eigentlich dann, die ist meistens KI unterstützt, ja, und es geht darum, Lernempfehlungen auszusprechen aus den Erfahrungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, so wie sie bisher lernen. Und zusätzlich halt auch noch wirklich untereinander Empfehlungen auszusprechen. Und ähnlich wie manche sagen, es ist wie Netflix, ja, also zum Beispiel auch von der Attraktivität her. Aber im Prinzip geht es immer darum, den Lerner in den Fokus zu rücken. Und das kann man aber auch in einem Lernmanagementsystem integrieren. Okay, sehr schön. Die Zeit ist auch ran, liebe Silke, liebe Stefanie. Mir hat es, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen. Toller Vortrag, spannende Insights.
Jetzt wende ich mich nochmal an Sie, liebe Zuschauer. Es gibt nochmal die Möglichkeit, Feedback zu geben. Wie fanden Sie den Vortrag? Klicken Sie gern in die Felder hier unten und versäumen Sie es nicht, sich das Handout herunterzuladen, was Sie hier sehen. Das Graphic Recording ist auch fertig. Das wird dann im Nachgang noch nachgereicht. Und das war tatsächlich der letzte Webinar-Slot für heute. Aber wir sind noch lange nicht durch. Es geht im Livestream weiter. Und ich will Sie auch gerne nochmal dazu einladen. Es gibt nachher noch die NewCon Academy. Das finden Sie alles auf der Seite, wenn Sie dann zurück zum Livestream kommen. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Ich bin damit durch für heute mit Moderieren. Hat mich sehr gefreut, dass Sie dabei waren und eingeschaltet haben. Und wir sehen uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann mal wieder. Vielen Dank und tschüss. Tschüss. Tschüss.